Das ist schon ganz cool, das machen wir so. Wir brauchen natürlich, auch das wird wieder ein ganz schönes Ressourcenprojekt, sag ich mal. Und dann kommt hier hinten, will ich so ein bisschen Bürgermeister was, so ratsherrenmäßig was machen. Am Ende, das hier drüben muss noch was hinkommen, sonst ist das zu leer, finde ich. Hier so muss was hin. Ich habe das jetzt einfach mal hier mit rangebaut, damit das einfach, das soll ein bisschen gedrungener alles werden, ein bisschen enger, ein bisschen. Ich sehe, hier machen wir uns noch einen Garten hin, damit wir unser Panoramafenster auch wirklich nutzen können, sage ich mal. Und ja, los geht's. Wie machen wir das jetzt? Wir brauchen hier reichen eigentlich Half Steps, das nehmen wir da gleich das hier. Dass wir hier auch was zum Bauen haben, also ein Baugrund, sag ich mal. Kein Grund, weil Gründe haben wir immer, aber halt zum Drauflaufen einen Grund. Wir machen das jetzt mal hier auf die russische Art und Weise. Trigger hinten, nee. Trigger gedrückt, linker gedrückt halten und linken Stick voll nach unten ausgeschlagen. Damit man hier mal schön das mal so machen kann. So, jetzt haben wir gerade so noch gebremst. Das ist dann die eigentliche Wohnfläche der Bewohner dieses Hauses. Die eigentliche Wohnfläche. Und da wird dann noch ein bisschen was gearbeitet dran. Man hätte eigentlich auch einen anderen Boden nehmen können, aber wir haben noch genug davon. Und hier machen wir das dann auch nicht so hoch. Jo. Das können wir dann machen. Also ihr seht, man möchte das ja schon auch ein bisschen schön machen. Aber ich hoffe, dass es nicht zu homogen wird. Wenn es zu homogen ist, dann müssen wir da noch was dran ändern. So. Also das Gute ist, Holz haben wir ja eh. Also Holz ist bei uns nie knapp eigentlich. Wir haben eigentlich genug da. Wie gesagt, ich möchte halt nur nicht, dass es zu homogen ist. Zu eintönig. Weil wenn ich hier jetzt bei mir rausgucke aus dem Fenster, das sind auch Gebäude, die stehen nebeneinander, ne? Wie die jetzt, die entstehen. Aber die sind nicht alle gleich hoch, die haben alle eine architektonische Besonderheit. Die eine haben Erker dran, die andere eher nicht. So ungefähr. Also so ungefähr könnt ihr euch vorstellen, wie ich das meine. Man könnte auch sagen, dass das homogene Gebäude sind, die mit Absicht, sag ich mal, so gemacht wurden. Jetzt habe ich Mist gebaut, wie ihr seht. Das hier muss da doch noch rein. Falsches Werkzeug, deswegen dauert es gefühlte 100 Jahre. So. Die müssen wir gleich wieder einsammeln. Sonst verlieren wir die, das wäre blöd. Die müssen ja dann auch noch eingerichtet werden. Ich wollte jetzt hier hochlaufen, aber das hat leider nicht geklappt. So, wo ist das Ding hier? Wo ist denn das hier? Fünf, also muss der quasi hier sein. Haben wir richtig geraten, jawohl. Jetzt kloppen wir das weg. Es ist trotzdem ganz schön dunkel. Auch wenn wir unsere Straßenlaternen, sag ich mal, da regelmäßig anbringen.
So. Und es geht weiter. Ihr seht, es wird. Wir müssen uns bloß anständig drum kümmern, dass das hier auch sich langsam mal verändert. Auch im inneren Bereich unserer Handelsstadt, unserer Handelskleinstadt, die gerade erst von dem neu gebauten Hafen profitiert, die gerade am Erblühen ist. So ungefähr muss man sich das mal vorstellen. Jo, herrlich. Schön Knopf gedrückt, vollkommen sinnfrei. Hier geht's natürlich hoch, die machen wir dann natürlich noch ab. Wenn unser Treppenaufgang hinhaut, dann machen wir den ab. Jo, da haben wir das doch noch hingekriegt. Vielleicht werden wir hier noch den Boden mal austauschen. Das sieht sonst nicht aus. Müssen wir dann uns dann mal unten angucken. So. So, und jetzt hätten wir hier schon mal die Grundlage für unsere Räume. Ich möchte hier schon mit, ich sag mal, normalem Holz arbeiten. Und ich möchte es aber auch nicht so hoch machen hier. Eine Dreierhöhe fände ich fast schon zu krass. So, die muss ja sein, so. Und jetzt noch eine Vierer drauf, das finde ich ein bisschen zu viel. Aber das wäre dann ja nur eine Zweierhöhe, aber das ist ja... Das ist ja quasi nur an dem Stück so, wo man hier hochgeht. Das ist halt mal was anderes. Eine kleine Besonderheit, die da schon mit reingemacht wird. So ungefähr könnt ihr euch das dann vorstellen. Das ist ja schon hoch genug, ne? Das reicht ja eigentlich. So. Klopfen wir uns mal hier runter. Fallschaden läuft, würde ich sagen. Ach, hier haben wir ja noch sowas da. Na gut. Wir haben auch noch genug davon da. Das werden wir auch gleich mal benutzen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Also, ich weiß ja nicht, welcher Altersdurchschnitt ihr seid. Wenn man etwas älter ist als der durchschnittliche YouTube-Let's Play-Gucker, sage ich mal. Wenn man da schon etwas älter ist, dann fallen einem manchmal so Sachen auf. Also ich meine jetzt im Alltag fallen einem da Sachen auf. Die sind beängstigend. Also wenn man zum Beispiel... Ich habe ja seit letztem Jahr meine Ausbildung beendet und arbeite jetzt auch in dem Beruf. Das waren drei, das war einer zu viel. Nee, war genau richtig. Und... Man muss, also das ist manchmal, man erschreckt manchmal. So meine ich das. Man erschreckt manchmal, weil... Wenn man zum Beispiel jemanden trifft aus seiner alten Schulzeit. Also ich rede jetzt nicht von Klassenkameraden oder sonstigem. Ich rede hier jetzt nur von Lehrer, die man mal hatte. Oder, Lehrerpersonal. Man hat... Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei mir war es so, ich habe mehrere Lehrer damals in die Rente mit verabschiedet. Also nicht ich persönlich, sondern Lehrer sind in Rente gegangen und haben quasi aufgehört zu arbeiten. Ist ja klar, macht man ja, wenn man Rentner ist. Und das war noch während meiner aktiven Schulzeit. Und... Wenn man dann die Leute trifft, nach langer Zeit, man hat die nicht mehr gesehen, sie sind aus den Augen, aus dem Sinn, sie sind im Schulalltag nicht mehr dabei und so weiter. Und dann trifft man die Person wieder.
nach Jahren, man war zwischenzeitlich auf einer anderen Schule, man ist ja normal, ich habe einen normalen Werdegang, Realschule und dann in die Berufsschule. Als Fachschulstudent, wie man das so schön sagt bei uns. Und... Könnte denken, dass das nicht schlecht wird. Und man muss dazu sagen, es ist ja normal, dass die Zeit vergeht. Und man hat jemanden nicht eine ganze Weile nicht mehr gesehen, einen Lehrer. Und man erinnert, also ich habe zumindest ein recht gutes Gedächtnis, kann mir Gesichter gut merken. Was mir manchmal ein bisschen schwerfällt, sind Namen. Ich kann mir schlecht Namen merken, dafür kann ich mir Gesichter gut merken. Und da trifft man den Lehrer wieder. Man weiß, man kennt die Person, sie hat sich aber so dermaßen verändert, die Person. Einfach, man sieht, wenn man sieht, dass jemand alt geworden ist, so meine ich das. Jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man einfach sieht, dass jemand alt geworden ist, das ist immer irgendwie total merkwürdig. Also das ist, finde ich so ein bisschen, das empfinde ich als merkwürdig. Wenn man das einfach sieht und man merkt dann einfach, uiuiui, die Zeit, die fliegt, die geht verflucht schnell vorbei. Man immer diese dummen Sprüche von wegen, genießt alles, was ihr habt, jede Zeit, die ihr könnt. An diesen pathetischen Sprüchen ist aber meistens was dran. Es ist einfach so. Ich hoffe, dass es hier nicht zu klobig und zu hässlich wird. Das wird alles ganz schön wuchtig. Ich dachte mir, das ist ein bisschen filigraner. So, in meinem Kopf sah das alles ein bisschen filigraner aus. So, dann machen wir das hier. So, eine. Hier eine. Hier eine. Da eine. Und das ist gut. Ne? Immer an der rechten Seite. So, und hier müssen wir das auch nochmal machen. Ja, jetzt haben wir hier einen großen Nachteil geschaffen, muss ich mal sagen. Das war aber meine Schuld, weil ich nicht dran gedacht habe. Das ist aber nicht allzu schlimm. Das kriegt man gebacken. Ich mache jetzt erstmal, hier haben wir keine Erde irgendwo, da haben wir doch Erde. Die Leiter tun wir mal beiseite. So, und jetzt haben wir nämlich folgendes Problem, dass hier oben haben wir jetzt voll den Hubbel. Machen wir jetzt einfach mal dran hier. Ja, es ist halt einfach so, es ist wie eine... Ach ja, wir brauchen ja noch eine... Renn doch mal, Mensch. Wir brauchen eine Stufe davon. Haben wir noch was hier? An solchen Sachen, so viel bräuchte man ja nun auch nicht mehr. Und ich habe so langsam keinen Bock mehr, wenn so ein bisschen die Ressourcen knapp wären, muss ich mal sagen. Weil das ist auch immer ein bisschen nervig, aber wir haben dann schon eine ganze Menge geschafft, ohne dass wir eigentlich groß mal Ressourcen suchen mussten. Auf Ressourcensuche gehen mussten. Ach so, okay. Aber wir haben dann wenigstens gleich den Aufgang fertig. Und dann können wir richtig Spaß machen, sag ich mal. Ja, wenn man einfach, wie gesagt, wenn man einfach sieht, dass Leute älter werden, das ist manchmal, kann sehr erschreckend sein. So Leute, die du noch in deiner Erinnerung mit dir rumträgst, als anders, einfach optisch auch anders, ja. Das ist ja auch eine optische Veränderung. Na, das war ein bisschen verkehrt, ne? War ein Witz. Um den Titan einmal zu zitieren. Eia! Ich brauche Eia. Ja, er kann...
Ein Titan, ein Titan. Nee, andersrum wollte ich's, Leute. Andersrum. Genau so. Sieht das nach was aus, wenn ich das so mache? Nee, ne? Irgendwie nicht.